Kurz vor Level Up nehme ich immer auf. 98,75. Ja, wir hatten uns noch insgesamt 17 Minuten jetzt vorgenommen. Alter, wie viele Drachen spielt ich jetzt wieder droppe? Ja, die sind alles voll mit. Wenn 10 Stück am Boden liegen, siehst du da kurz Bescheid, dann lass ich kurz ein paar Glocken fallen. Nein, das passiert natürlich immer im richtigen Moment hier, das. Halt, dass man langsam läuft. Dass man ja normal, jawohl, Level Up. So, die letzten 4% will ich dann auch mal wieder aufnehmen. Kurz vor Level 86. Und da wollen wir mal gucken, wie wir das hier jetzt erreichen. Ne? Jetzt bin ich gerade alleine, die Buff habe ich halt eingeloggt, deswegen ist gerade keiner bei mir. Ist nämlich eigentlich ein Kumpel von mir, aber der ist halt gerade nicht da. Aber ich habe halt ihm versprochen, dass auch wenn ich seine Buff nehme, dass ich ihn halt auch mitlevel. Das tue ich auch. Ich habe ihn jetzt auch schon bis Level 54, haben ihn hochgepusht schon. Ist auf jeden Fall schon mal nice. Ich gucke die ganze Zeit nochmal, ob ich irgendwie eine Glocke drop mit Int oder so. Am besten natürlich mit 12 Int, aber generell erstmal Int wäre nicht schlecht. Und ja, Equipment müssen wir auch noch gucken, dass wir für ihn da ein bisschen was besorgen. Dann wird das auf jeden Fall besser. Ich denke mal eventuell, wenn ich nachher das weitere Level abmache oder so, dass er dann vielleicht wieder dann dabei ist, dann kann er wieder auch das ganze Young aufheben. Macht natürlich auch Sinn. Da muss ich das nämlich nicht machen. Noch knapp 2%. Das sollte fix gehen. Auf 1,5% ungefähr, beziehungsweise 1,7, sagen wir mal so. Oh, ich habe keine Buff mehr. Ich muss mal ganz kurz Buff holen, dann geht das nämlich hier alles ein bisschen besser. Ganz kurz Buffs holen. Komm, die paar Prozent noch. So, noch 0,7% in etwa. Dann haben wir es endlich auch geschafft und sind Level 68. Das ist auf jeden Fall schon mal mega nice. So, noch 0,4%. So. Ah, 0,22. Und Level Up! Optimal. Yo. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Level Up. Bis gleich. So. Jetzt stehen wir wieder kurz vorm Level Up. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch hier mal wieder drauf. Und ja.
benötigen die XP, gehen immer weiter nach unten. Na, jetzt haben wir es doch bald geschafft, würde ich mal sagen, ne? Ja, 99,91. Alter, noch 38.808 EXP. Es ist auch echt jetzt kurz vor knapp. Ist jetzt nichts mehr. Ja, könnte es der Mob hier sogar schon sein? Jawohl, Level up! Oh, noch eine Glockenkugel. Bis gleich. So, jetzt kurz vor Level 70 nochmal ganz kurz einen Buff reingehauen. Einmal ganz kurz. Einmal das, einmal Segen, einmal Kampfrausch an, einmal das an, einmal das rein, einmal das rein. Und jetzt, ja, das letzte 1, irgendwas Prozent reingehauen. Und ja, der hier läuft auch noch 6 Minuten. Und dann kann ich endlich den SSP plus 9 anziehen. Ich habe mir extra, was heißt extra, die habe ich von Noxo, ich habe schon auf jeden Fall in meiner Freundesliste, hier Noxo, der hat mir hier die extra geschenkt, 50 Stück Sambo-Wasser, nochmal danke an der Stelle, 70 Def kriege ich da auf jeden Fall nochmal mit dazu, das ist auf jeden Fall echt von Vorteil, wenn man so ein scheiß Equipment hier hat, wie ich jetzt bis jetzt, und vor allen Dingen auch die Fertigkeiten, irgendwie gerade mal alle irgendwie hier M1, M2, also das kannst du echt voll vergessen alles hier. Ja, so macht das natürlich alles keinen Spaß. So ein 99, warte ganz kurz, ich versuche nur ganz kurz die. Ah, nee, geht immer noch nicht. So, dann, ja, noch 0,3% brauchen wir. Noch 231.728. Aber das werden wir auf jeden Fall bald geschafft haben. Die Shami wird immer schön mitgelebt. Ach, jawoll! Level up! Wunderbar. So, alle tot. Und jetzt könnt ihr live mit dabei sein. Und die Shami kann auch live mit dabei sein. Wie wir zum ersten Mal den SSP plus 9 anziehen. Die Spinne ist im Weg. Bam! Das erste Mal, dass ich The Tuner, beziehungsweise auf diesem Server Phoenix Tuner, auf einem deutschen Server einen Schwarzstahlpanzer plus 9 hab. Sau geil. Ich bin total happy. So ist geil. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. So, da will ich nochmal meine Phoenix-Schuhe versuchen zu machen. Von 7 auf 8 und geklappt. Wunderbärchen. So gehört sich das. Bis gleich. So, dann wollen wir jetzt mal die Phoenix-Schuhe auf plus 9 probieren. Wir sind zwar noch lauter Mobs, aber egal, ich probiere es jetzt einfach mal. Entweder es klappt oder es klappt nicht. No risk, no fun. Na, klappt nicht. War klar. So, die Ork-Zähne. Du hast deinen Backenzahn gefunden. Gib mir einen Moment Zeit. Oh, dieser Zahn ist von bester Qualität. Blablabla, noch 4 weitere. Yeah, ab geht's. Wunderbar. Ach so, ja, das könnte es jetzt gewesen sein. Oder nochmal? Hm, will ich mal hier in der Nähe vom Poolchen stehen, wenn ich mein Level abkomme. Und? Komm, Poolchen kann ruhig mit drauf sein. 99,94. Level up! Chaka! Ah, ist das wunderbar! Oh, traditionell dahin, den wollte ich aber nicht aufheben. So, ja, Level 71 und ich würde sagen, bis auf dem Weg nach Level 75 sehen wir uns noch ein paar Mal. Jo! So, noch weniger als 1% und wir sind Level 72. Die Shami ist mittlerweile auch Level 75. Lasst euch nicht davon täuschen, dass er jetzt Level 64 steht. Das ist nur Anzeigebug, weil ich nicht auf dem Gaul saß.
65, Dennis. 65, was habe ich gesagt? 75. Oh, verdammt. Ich meinte eigentlich 65. Ja, haben schon eine 65er Glocke besorgt. Die 66er hat Brühlchen eben auch schon mal im DT auf plus 8 gezogen. Wollen wir mal hoffen, dass wir die noch plus 9 kriegen. Das wäre natürlich fett, ne? So. Level up! Wunderbärchen! So, noch ganz kurz hier einmal ein Pünktchen draufsetzen. Und jo, bis gleich. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz erstmal die Schuhe ausziehen und den Orkzahn abgeben. Oh, du hast einen Backenzahn gefunden. Dieser Zahn ist von bester Qualität. Jawoll, ey, nur noch drei weitere. Da wird doch endlich mal Zeit. Ich kann diese Quest nämlich echt nicht mehr aufsehen. Mittlerweile Level 72, ja, wie man ja auch wahrscheinlich kurz bevor gesehen hat, wie ich Level abgekommen bin und so weiter und so fort. Ja,